Oh, oh, oh. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Könnte ein Fall sein, wo wir ein bisschen diskutieren. Könnte. Wir werden sehen. Also, ich lasse das jetzt mal erstmal laufen und dann bin ich gespannt, wie die Reaktion der Zuschauerschaft ist. Das ist übrigens Runde 1. So. Wer reportet da wen? Also ich würde jetzt mal sagen, das spielt so per se keine große Rolle, aber ein BMW reportet einen BMW. Also dieser BMW, den wir jetzt hier sehen. Oh, oh, falsch, falsch, falsch. Okay, auch gerade so gerettet. Dieser BMW reportet den BMW, der jetzt rechts von ihm kommt. Also der da. Also dieser BMW wurde von dem linken BMW reportet. So. Jetzt bin ich wirklich mal... Was würdet ihr jetzt... Also es ist Runde 1. Es ist Runde 1. Die ein oder andere von euch kennt ja schon den Strafenkatalog. Was würdet ihr für eine Strafe vergeben? Ich möchte jetzt übrigens nicht wiederholen, dass Toki geschrieben hat, 10 Schläge auf die nackte Eichel. Ich bin ja bei minus 1 SR. Ich warte eigentlich auch darauf, dass jemand mal... Also... Möchtet ihr schon wissen, was es ist? Und dann die Erklärung dazu. Darf ich nochmal sehen? Ich spiele das nochmal ab, ja. Ich möchte jetzt nicht groß Drama erzeugen, sondern ich möchte einfach nur, dass ihr auch mal die Möglichkeit habt, zu sehen, was ein Judge macht. Oder also eine Rego. Ne? Also ihr seht diesen Fall, mehr könnt ihr nicht sehen, nur das hier. Und dann müsst ihr eine Strafe rausfinden. Ich bin gespannt, ob ihr auf alles achtet. Ich lasse das nochmal auf. Das geht leider nicht. Ich kann dir nur das zeigen, Spectre, wie das abgespielt wurde. So. Also. Meine Damen und Herren. Das sind 3 Tage Pause. Und nur wenigen Leuten ist das aufgefallen, warum das 3 Tage Pause sind. Ich hoffe, und das ist immer so ein Impuls, den man hat, wenn man bei der Reko arbeitet, man zählt die Autos, die da drin involviert sind. Und in diesem Crash sind sehr viele Leute involviert. Ich weiß, was jetzt kommt. Ja, vorher crashen auch schon Autos. Das ist absolut korrekt. Aber dieses Auto hier ist in mehr als genug Crashes und Kontakte selber verwickelt. Und jetzt guckt euch das mal mit diesem Wissen an. Nur alleine diese eine Szene hier beispielsweise. Pass auf. Diese Szene hier ist essentiell. Die ist wirklich essentiell. Nur dieser eine einzige Frame, den du eine Sekunde siehst, ist essentiell für diese Entscheidung. 1, 2, 3 Autos, die du alle in der nächsten Szene siehst, wie sie auch noch reinfahren. Wären diese Autos nicht da gewesen, by the way, wäre es kein Massencrash gewesen, weil laut Regelwerk reichen die Autos, also hätte es laut Regelwerk dazu nicht ausgereicht. Also hätten wir nur diese Fahrzeuge hier genommen. Also der ist involviert, der hier ist involviert. Moment, der ist nicht involviert. Also
Der ist involviert. Der ist involviert. Der ist involviert. Dann ist der involviert. Und dadurch, dass der involviert ist, sind auch diese Autos alle involviert. Und wenn man richtig genau hinguckt, ist auch der Bummeletzte auch noch involviert. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt. Jetzt können wir uns ja sagen, das ist ja die Dummheit der anderen, weil die nicht bremsen können. Und an diesem Punkt würde ich mit euch mitgehen und sagen, ja, ist schon eigenartig, dass Menschen nicht bremsen können und scheinbar nicht in der Lage sind, manchmal 2 Sekunden vorauszuschauen in die Zukunft. Ich weiß, das ist schwer im Eifer des Gefechtes. Man muss diese Fahrzeuge trotzdem bei der Bewertung dieses Unfalls mit einberechnen und somit ist das hier ein Massencrash. Der Koffer bremst wie ein Sack Nüsse. I know, aber guck mal, wo die herkommen. Also hier, die sind jetzt gerade hier. Okay, wir drehen den Apparat jetzt. Nee, warte. Wo ist denn die Szene? Hier. Wenn der hier den Apparat dreht. Da. So, und du jetzt sehen kannst, wo die sind. Also, das hätten die hier hinten, also die haben ja mehr als genug Abstand, hätten das schon, die hätten das ja schon sehen können. Ne? Also, ich sag mal so, Orange. Das Ding ist ja, das siehst du ja, mehr oder weniger siehst du ja hier schon. Und die kommen jetzt gerade auf Orange rauf und du siehst den hier schon quer stehen. Siehst du schon. Siehst du dicke. Kannst du irgendwo zwischen den Autos, kannst du sowas erahnen. Wenn man weiß, dass man da hingucken muss. Ne? Das ist aber auch eine Fähigkeit, die lernst du erst im Rahmen der Zeit und Erfahrung, die du sammelst. Und genau das ist hier das Wichtige an dieser Stelle. Weswegen das hier wirklich null ein Vorwurf an irgendwen ist. Das hier ist beispielsweise, genau dieses Format ist dazu da, um dir zu sagen, guck mal zwischen die Autos so weit wie es geht nach vorne, weil hier geht es einfach nur geradeaus. Nee, der Massencrash wurde nicht vorne ausgelöst. Das ist eben genau das Falsche, Old Stager, weil der sitzt in der Wand, einer, zwei und alle anderen können theoretisch fahren. Das sind 2 Autos, alle anderen können theoretisch in der Mitte durchfahren. So. Jetzt bremst der hier vorne, die beiden streiten sich, der will hier durch und er löst das ganze Ding ja erstmal aus. Vorher gab es keinen Massencrash. Also der Crash hat sich angebahnt, aber er ist der Auslöser dafür, dass genau das passiert. Er ist der Auslöser, nicht die Ursache, der Auslöser. Und das ist nämlich genau das, was du hier an der Stelle getrennt voneinander betrachten musst. Ursache und Auslösung. Das sind 2 unterschiedliche Dinge. Moralisch ist der Vorderste der Schuldige. Moralisch, sporadisch, schnadisch, fadisch, das ist das, was wir hier sehen können. Ne? Und das, was du sehen kannst, musst du halt leider so bewerten. Weil wir können ja, ne, das sage ich ja jedes Mal, auch wenn wir manchmal gewisse Entscheidungen gar nicht schmecken, du kannst dir ja nicht bei dem einen Fall das so hinlegen, wie du es gerade brauchst und bei dem anderen so hinlegen, wie du es brauchst, sondern du musst ja konsequent das machen. Hier sind bei diesem Unfall, 1. Runde, 7 Autos involviert, ist ein Massencrash, gibt halt eine Pause. Wer hatte Vorfahrt? Das ist immer die Frage. Wer hatte Vorfahrt? So. 3 Tage Pause. Pimmelim. Ab in den Knast. Ist ein Massencrash. 3 Tage. Was ich damit aber eigentlich euch mitgeben möchte, gerade auf solche ganz wirklich, das sind minimale Details, ne? Also falls jetzt mal beispielsweise einem Judge, der das in seiner, oder eine Rego, und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Fall, weil wir auch gestern sehr lange uns das angesehen haben, zu zweit, also mit, ich weiß jetzt gerade nicht, ob derjenige auch eine Brille trägt, aber wir haben uns das zu zweit sehr lange angeguckt und sind wirklich Frame für Frame durchgegangen, um die Autos zu zählen, um eine Entscheidung zu treffen. Weil an der Stelle kann man wirklich ganz, ganz schnell sagen, okay, ist causing a collision, Runde 1, rammelt's im Karton, 3 Autos involviert und dann schickst du ab den Flummi, ne? Weil manchmal ist es ja so, dass du als, ich sag mal, Fahrender ein bisschen pissig bist, weil es nicht die Entscheidung ist, die du gerne hättest. Menschen sehen das A unterschiedlich, und analysieren halt nicht so genau, weil nochmal, alles, was LFM für uns macht, ist Freizeit und Fehler können passieren. Ne? Also, wie gesagt, das ist ein super, super Beispiel dafür,
das mal zu appellieren, wenn sowas mal passieren sollte, dass man da nicht gleich die Hutschnur einplatzt. Rico, alles Fotzen hier, LFM, nur Hurensöhne. Nee, wir sind halt auch nur Menschen und manchmal kann das halt vorfallen, dass jemand genau diesen einen einzigen Frame, der notwendig ist, um die richtige Entscheidung zu treffen, nicht sieht in dem Moment. Aber dafür kann man ja mit Menschen reden und sich unterhalten in einem vernünftigen Ton. So, aber wir haben noch ein paar Fälle. Was haben wir denn hier noch im Angebot? Ungaroring. Okay, wir haben den Ungaroring. Okay, ich muss noch mal kurz kontrollieren. Das wird ein interessanter Fall. Das wird auch ein super interessanter Fall. Ich würde das, glaube ich, gerne so machen, wie wir es eben gemacht haben. Das sollte funktionieren. Wir gehen mal kurz rein. Also für euch jetzt da draußen, der Alpine reportet den Mercedes. So, jetzt mal ohne Flachs, damit wir gehen das heute mal so durch. Ich finde das sehr, sehr schön. Onboard ist nicht verpflichtend übrigens, das ist optional. Ich lass noch mal kurz laufen. So, pass auf. Ich habe schon ein paar Sachen gelesen, sowas wie Moving Under Braking, also in der Bremszone, dass sich bewegt wird. Ich habe auch schon gelesen, dass der Alpine sich bewegt und auch in den Rhein lenkt. Habe ich auch schon gelesen. Und was hatte ich noch gelesen? Normaler Rennunfall. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem Vorteil, den wir haben. Wir können uns das alles nochmal schön gemütlich reinziehen. So, passt mal auf. Die Menschen, die sagen, dass der Alpine in den Mercedes reinlenkt, ist eine optische Täuschung, weil wir eine krumme Straße fahren. No joke. Ist eine optische Täuschung, weil die Straße geht nach rechts und er fährt geradeaus über den Scheitel drüber. Und deswegen sieht es so aus, als wenn er nach links reinlenkt. Weil, wenn wir uns die Lenkung angucken, korrigiert er seine Bremse sogar. Alpine. Man kann sehen, dass der Alpine sein Auto sogar nach rechts rüber bewegt. Immer rechts, rechts, rechts. Er lenkt nur nach rechts die ganze Zeit. Und es sieht auf den ersten Blick, und da bin ich ganz bei euch, auf den ersten Blick durch die Krümmung der Kurve sieht es so aus, als wenn der Alpine links in den Mercedes reinfährt. So, können wir das schon mal ausschließen? Nehmen wir jetzt mal, können wir auf den Mercedes drauf? Hier. So, wenn wir jetzt mal den Mercedes nehmen. Und jetzt achten wir beim Mercedes auf die Lenkung. Rechtslenkung. Und er geht in die Bremse. Und sein Bremsen ist nach rechts runter auf den Scheitelpunkt. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Er hat ja theoretisch, bevor er den Bremsvorgang eingeleitet hat, diese Linie schon gewählt. Er hat theoretisch, bevor er angefangen hat zu bremsen, vor der Bremszone, das schon rausgesucht. Und erst dann angefangen zu bremsen. So, und jetzt stehst du da, was entscheidest du jetzt? Mit diesen beiden Sachen. So, der Alpine hat den Mercedes reported.
Was machst du jetzt für eine Entscheidung? Ich verstehe nicht, was der Alpine da überhaupt will. Der kann da nicht überholen, weil die Nase ein wenig neben dem anderen ist. Ja, und das, Katztrom, ist ein sehr schöner Punkt. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Wir sind jetzt gerade, also selbst wenn wir jetzt fängt er an zu bremsen und der Alpine ist neben ihm. Der Fall ist super kompliziert. Der Fall ist wirklich super kompliziert, weil wir können sowohl für das eine argumentieren, als auch für das andere. Wir könnten jetzt sagen, okay, ist moving under braking. Ist das schon, genau jetzt geht's nämlich los. Das ist auch ein super Punkt von dir, Primo. Ist die Frage, sind wir jetzt schon daneben oder sind wir nicht daneben? Also, was haben wir jetzt, was können wir jetzt gerade machen? Wir können jetzt im Regelwerk nachschlagen. So, jetzt ist die Frage, wie genau ist denn im Regelwerk definiert, was daneben ist und was nicht daneben ist? Und dann sitzt du hier davor mit der Rego, hallo Dave, und musst dir dazu eine Entscheidung aussuchen. Aber der AMG zieht ja einen halben Meter vor dem Bremsen nach rechts und zählt für mich immer noch unter Moving Under Braking und nimmt den Alpine damit den Platz und potenziell den er nutzen könnte. Korrekt, Spectre. Und deswegen ist der Fall so unglaublich kompliziert. Wirklich. Also ich meine das jetzt, das sieht super simpel aus. Und Leute würden jetzt sagen, ach scheiße, NFA oder ja, ist schuld, moving under braking, dies, das, ananas. Ne? Und das ist auch vollkommen legitim, diesen Eindruck zu haben. Wenn wir jetzt wirklich Korinthenkacker sind, und zwar richtig bestialische Korinthenkacker und jeden Satz ganz genau nehmen, der da steht, ist das kein moving under braking. Es ist kein moving under braking, weil er beim Bremsen seine Lenkung gerade hat. Weil bevor er seinen Bremsvorgang eingeleitet hat, war der Punkt direkt auf der Mitte. Das heißt, er bremst schräg runter. So, der einzige Punkt, und das ist der einzige Punkt, wo man sagen könnte, wer angreifbar ist, was ist jetzt daneben und was ist nicht daneben. Ne? Wenn wir jetzt hier gucken, wäre ja der Alpine quasi mit der Nase daneben. Vielleicht Millimeter, er ist aber daneben. Er ist da, er ist präsent. Wir haben aber kein Maß im Regelwerk, was das ganz genau hundertprozentig angibt. Oh doch, ist er. Er ist daneben. Jetzt ist halt die Frage, ist so ein Stück daneben daneben? Ist so ein Stück daneben daneben? Ist Vorderreifen, Hinterreifen daneben daneben? Was ist jetzt daneben daneben? Und das haben wir über viele, 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 viele Folgen des Öfteren mal, dass gewisse Dinge von der Definition her noch nicht ganz hundertprozentig ausgereift sind. Muss man aber nicht entscheiden, neben jemanden sein, um versetzt anbremsen zu dürfen? Hätten beide das nicht besser machen können? Das hätten definitiv beide besser machen können. Absolut. Also der Mercedes hätte nicht schräg anbremsen müssen. Der Alpine hätte früher bremsen können. Also man hätte das hier definitiv alles vermeiden können. So, aber dadurch, pass auf, und das ist das Komplizierte daran. Und ich möchte mit euch auch gar nicht darüber streiten, sondern ich möchte euch, wie gesagt, nur mal wieder erklären, dass es manchmal nicht so einfach ist, Reko zu sein, wenn man die Zeit hat, sich jeden Frame für Frame einzeln anzugucken. So, an dieser Stelle, wenn wir diese Definition nehmen, er ist daneben, ist der Mercedes schuld. Weil der Mercedes lässt dem Alpine nicht den Platz. So, erheblicher Teil wird angesehen, wenn die Front des Überholenden neben dem Fahrzeug am Hinterrad ist. Ja, ist es ja. Das hier vorne oder das da vorne ist am Hinterrad dran. Jetzt haben wir ein Problem. Pass auf. Ich möchte extra darauf eingehen. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Wir können das nicht von oben sehen. Wenn wir das jetzt von hier sehen, sag ich, das hier ist auf der Höhe mit dem da. Also, versteht ihr, was ich meine? Dass manche Entscheidungen, die du treffen musst oder treffen wirst, sind halt einfach nicht 100% wasserdicht. Eine schöne Definition wäre zum Beispiel gewesen, wenn man sagt, das Hinterrad und das Vorderrad müssen auf einer Höhe sein. Das wäre eine Alibi-Lösung, wo man sagen könnte, so okay, das ist wasserdicht. So, jetzt hast du aber diesen Fall, was willst du da für eine Entscheidung treffen? Im Grunde genommen kannst du nur eine falsche Entscheidung treffen. Ist wirklich so. Egal, was ich jetzt für eine Entscheidung treffe, ist wirklich scheißegal, was ich euch jetzt sage, was die Entscheidung für diesen Fall ist. Sie wird beschissen sein. No further action ist scheiße, weil dann gibt es die Partei, die für den Mercedes ist und auch die für den Alpine.
wenn ich den Mercedes jetzt bestrafe, also der Alpine hat ja den Mercedes, der Alpine hat den Mercedes bestraft, ist das genauso scheiße. Und beide bestrafen geht nicht. Solange es im Regelwerk nicht definiert ist, ist NFAA die richtige Entscheidung. Auch das nicht. Weil dann kommen wir nämlich wieder zu dem Punkt mit Moving Under Braking. Und wisst ihr, was das Schöne daran ist? Dass die Rego nicht nur aus einem einzigen Menschen besteht und auch nicht nur aus zwei Menschen besteht. Man kann da auch nochmal zwei Augen extra drüber gucken lassen. Weil ich werde diese Entscheidung nicht on stream treffen, weil ich euch gerade aufgezeigt habe, wie schwierig es ist, so eine Entscheidung zu treffen. Und ich werde das jetzt nochmal einreichen und genau deswegen möchte ich euch das auch zeigen. Ich werde das jetzt nochmal abgeben und dann soll sich das bitte nochmal ein unabhängiges Paar Augen angucken, was gestern bei der Besprechung nicht dabei war und sagen kann, ist NFA, ist causing a collision. Weil ich persönlich, und das sage ich euch so, wie es ist, ne? Also das wäre meine Entscheidung gewesen jetzt, ich würde den Mercedes bestrafen für causing a collision. Ich würde kein NFA machen. Weil die Definition für daneben sein, für mich ist das, ich reize diese Sachen und deswegen sind manchmal etwas Leute etwas sauer auf mich. Ich reize diese Regeln wirklich bis aufs Maximum aus. Ob's Weaving ist, Moving Under Braking, daneben sein. Ich nutze das wirklich, weil ich immer so denke, als wenn ich ein Fahrer wäre und nutze das aus. Weil hier, wie gesagt, könnte ich diskutieren, ich bin daneben. Ne? Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, die Draufsicht zu haben. Das Einzige, was jetzt an der Stelle schlau wäre, könnte man sagen, hey, kannst du uns bitte nochmal die Draufansicht schicken, dass wir das von oben nochmal sehen können. Ist aber logistisch, stellt euch das mal vor, auch irgendwann nicht mehr möglich. So. Ne? Also das, was ich jetzt sehe, würde ich sagen, ist causing a collision von Mercedes. Weil er hätte den Alpine Platz lassen müssen. Weil er daneben ist. Da ich das aber, wie gesagt, on-stream nicht entscheiden werde, da ihr seht, wie kompliziert das ist, diese Sache zu entscheiden, wenn es nur geringfügig Videomaterial gibt und viele Dinge nicht hundertprozentig klar definiert ist, möchte ich diese Entscheidung oder diese Entscheidung nicht nur mit zwei Augen treffen, sondern das auch weitergeben und Menschen die Möglichkeit geben, da nochmal reinzugucken. Und wir haben uns gestern Abend, und das möchte ich auch extra nochmal sagen, wir haben uns gestern Abend für Causing a Collision entschieden. Gegen den Mercedes. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Kann man die Cam nicht seitlich drehen? Kann man machen. Nur wir nicht, weil das ist ein Video. Okay. Gehen wir in den nächsten Fall rein. Ich finde, wir haben heute eine sehr gute Episode heute, finde ich. Ich denke, wir sollten das so beibehalten. Das haut echt gut hin. Das haut wirklich gut hin. Wir haben wieder eine Causing a Collision Geschichte. Okay, mal schauen. Ich denke, das ist jetzt ein einfacher Fall, oder? Ich denke wirklich, das ist ein einfacher Fall. Ich glaube wirklich, da müssen wir nicht so lange ausschweifend drüber diskutieren. Ist wirklich eine Sache, und das, man muss das wirklich oft genug betonen, damit der Zorn der einiger Fahrer mal ein bisschen verschwindet. Das kann... Netcode, ja, das war Netcode auf jeden Fall. No further action. Das sind Dinge, die wirklich mal passieren können. Ehrlich. Es sind Dinge, die können einfach passieren, wenn man kurz mal pennt. Gerade hier an dieser Kurve, und ich zähle mich da auch zu, ich sehe da oftmals eine Lücke, die da eigentlich gar nicht ist. Und dann sagt man sich so, ole ole, Feuer frei, Marianne. Und dann stellt man fest, oh Kacke, der kommt ja von ganz links außen rein. Auf, oh, okay. Hopp. Und dann knallt's. Also das ist eine 06. Da muss man nicht lange diskutieren. Wir können aber nochmal schnell schauen. Nein, das ist nicht Runde 1, korrekt. Also bleibt es immer noch bei 06. Causing a collision. Korrekt. So, wir müssen das hier mal vorbereiten und legen das mal zu den Akten. So, was haben wir denn jetzt noch für einen schönen Fall? Drei Stück haben wir noch, Chat. Drei Stück haben wir noch. Was haben wir denn als nächstes? Auch wieder Ungaro-Ring. Causing a collision. Moment, das Aktensystem ist gerade ein bisschen langsamer, weil, glaube ich, gerade ein Rennen aufhört. Was haben wir denn hier? Oh, okay. Wir schauen rein. Ton haben wir nicht. Also, ohne jetzt mal großartig da ein Fass draus zu machen, ich würde ehrlich gesagt sagen, es ist no further action. Der Mercedes hat jetzt nicht wirklich einen großen Vorteil dadurch erlangt. Er ist super durchgekommen, gab zwar einen kleinen Rempler. Wir gucken mal ganz kurz in den Text rein. Verpennt den Bremspunkt und rammt mich.
Also ich würde jetzt wirklich mal ganz frech sagen, das ist no further action. Also ich würde da jetzt wirklich keine Strafe aussprechen, weil es ist ein bisschen Lackschaden. Also es ist wirklich ganz simpler Lackschaden, der da stattgefunden hat. Ne? Also würde ich jetzt ehrlich gesagt kein großes Fass aufmachen. Und ich muss, der Mercedes hat auch danach noch gewartet, also ist da nicht irgendwie hinterhergejietet wie ein Kaputter. Er hat jetzt dadurch keine Einbußen gehabt. Bisschen Schaden am Auto. Aber jetzt nicht so extrem. Schießen wir mal ab den Flummi mit no further action. So, was haben wir denn noch im Angebot? Zwei Fälle haben wir noch. Wir sind jetzt auf Suzuka. Also wenn das länger lädt, pushe ich mir gleich in die Hose. Oh, ich muss wirklich ganz dringend auf Toilette. Oh, muss ich wirklich auf Toilette? Passt da auf, wir machen das super simpel. Ich gehe kurz auf Klo und ihr guckt euch dieses Fahrzeug an. Ich bin gleich wieder da. Pipi-Pause. Ich möchte übrigens an dieser Stelle mal allen Frauen mad Respekt aussprechen, dass sie mit Kleinern auf Toilette gehen. Ich habe gerade das erste Mal die Experience gemacht, mit einer Robe auf Toilette zu gehen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, das fällt gleich ins Klo. Das ist echt unangenehm. Also ihr Frauen da draußen, starke Leistung. Okay, ich bin zurück! Okay. Sowas muss man ja auch immer mal ansprechen, nicht wahr? Die Kleinigkeiten im Leben muss man aber wertschätzen. Also, Suzuka, let's go! Schieß ab den Flowey! Ah! Klassiker! Oh nein! Und das hast du rausgeschnitten? Tschu, Schlingel! Oh, du Schlingel willst deine eigene Schandtat verstecken. Du Raudi willst deine eigene Schandtat verstecken, dass du ihn rausdrehst. Oh. Oh, der dreht sich sowas von raus. Der dreht sich raus. Du kleiner Schlingel. Ja. Du, nicht unter meinen Augen. Ich bin nicht jeden Tag in der Rico. Ich mache das einmal im Monat und ich achte auf jeden Frame in diesen Videos. Auf jeden. Auf jeden Pixel, der sich hier bewegt, mein Freund. So nicht. Nee. Tja, aber am Ende sind mir da auch die Hände gebunden, weil es ist 06 causing a collision. Mit dem, was ich da sehe. Regie, können wir das bitte rausschneiden? Sonst gibt's Ärger. Es ist causing a collision. Was ein Rüpel. Du, ohne Scheiß? Was für ein Rüpel, ey. Einfach Justitia gedribbelt. Einfach Justitia gedribbelt hat er. Du. Kleiner Schlingel, du. Einfach Justitia gedribbelt. Wenn der andere reported hätte, gäbe das was? Nur unsafe rejoin 1-0. Vielleicht wird das auch noch verhandelt. Zwischen den beiden? Das kann sein, ja. Suzuka haben wir. Was kommt denn hier? Oh, wir waren heute in Suzuka echt häufig an dieser Stelle. Okay, schon mal wild. Jetzt müssen wir, warte. Bevor wir jetzt hier irgendwas sagen, müssen wir mal ganz kurz gucken in den Akten, wer hier wen. Also der BMW hat den Mercedes reported. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, sie haben sich beide nicht mit Ruhm bekleckert. Aber, hören Sie zu, wir sind hier in einem Bereich der roten Plaketten unterwegs und genau deswegen sollte man da ein bisschen entspannter sein, weil da ist noch nicht so viel Rennerfahrung vorhanden.
hier ist doch die Entscheidung, naja, sie ist, wie sie ist. Der Mercedes macht halt, schiebt ihn halt raus. Bleibt ihm aber auch nichts anderes übrig, weil er war zu schnell in der Kurve. So. Ist aber Runde 1. Wird dementsprechend ein bisschen härter bestraft mit einer 1-0. Es ist halt nicht, also es ist schon causing a collision mit forcing another car off track. Also so ein Mix aus beidem, könnte man sagen. So, meine Damen und Herren da draußen an den Empfangsgeräten, das waren alle Fälle, die wir vorbereitet haben für die heutige Justitia-Sitzung. Ich persönlich hoffe, dass Sie heute irgendwas gelernt haben. Ich habe eine Menge heute gelernt von sowohl Ihnen da draußen als auch mir selber, als auch von allem Bildmaterial, was wir heute gesehen haben. Und die Folge Jutke Dizzy hat mir heute sehr gut zugesagt. Falls Sie jetzt ein paar Fälle verpasst haben sollten, ist kein Problem. Können Sie sich demnächst bei YouTube ansehen. Ich verabschiede mich als Jutke Dizzy und im nachfolgenden Programm nach der Werbung Mein Dizzy TV kannst du den anderen dicken Jungen wiedersehen. Bis gleich. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge in einem Monat. Ein Monat und eine Woche, weil der andere Dicke ist im Urlaub.